Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 6. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost? Und die Unsträflichkeit deiner Wege, deine Hoffnung? Hiob, Kapitel 4, Vers 6. Nachdem der Templertrupp Hiob hochgezerrt, in die Handeisen gelegt und fortgeschleppt hatte, stand die Schar fast eine Minute lang wie gelähmt am Tor. Adoniel war der Erste, der schließlich hervorsprudelte. Das können die doch nicht einfach so machen, oder? Ich meine, es war unser Auftrag und die kommen einfach so daher und... Sie haben ihn niedergeschlagen wie einen gewöhnlichen Kriminellen, hauchte Rahel, die sehr blass war und deren Gesicht plötzlich noch hagerer als sonst wirkte. Ihr habt recht, sendete Ariel. Ich weigere mich, das hinzunehmen. Wir werden uns beim Prior beschweren. Kommt. Mit diesen Worten stieß sie sich ab und stieg empor, dem wolkenverhangenen Firmament und der Ordenszitadelle der Michaeliten entgegen. Nach einem Flug von etwa einer Viertelstunde erreichten sie das monolithische Bauwerk und landeten auf einer der kleineren, seitlichen Flugplattformen in etwa halber Höhe des Himmels. Wie ein junger, kraftvoller Ast wuchs sie aus der Wand des Himmels. Ein schlanker Arm, der sich der Schar willkommen heißend entgegenreckte. Zwei gerüstete Michaelis-Templer taten dort Dienst und eilten sofort hilfsbereit herbei, um die neu angekommene Schar nach ihrem Begehr zu fragen. »Wir müssen den Prior sprechen, Templer«, sagte Ariel schlicht. »Wie ihr wünscht, Engel«, sagte einer der beiden noch recht jungen Männer, warf seinem Kameraden einen kurzen Seitenblick zu und eilte ins Innere der Feste. Nicht lange und er kehrte mit einer ältlichen, aber drahtigen Frau im Beginenhabit zurück, das allerdings keineswegs das Prunkgewand eines Priors war. »Seid ihr«, begann Ariel zögernd, doch die Frau schenkte der kleinen Michaelitin ein offenes, warmherziges Lächeln und unterbrach sie. »Nein, Engel, mein Name ist Cora. Ich bin die Kanonika, die Vorsteherin dieses Stockwerks des Himmels. Umberto hier«, sie nickte kurz in Richtung des jungen Templers neben ihr, »sagtet mir, ihr verlangte, den ehrwürdigen Prior zu sprechen. In welcher Angelegenheit, wenn ich fragen darf?« »Das würden wir ihm gerne persönlich mitteilen«, entgegnete Ariel nach einem kaum merklichen Zögern. Cora leckte den Kopf etwas schief, trat einen Schritt zurück und sah die Ordenführerin der Schar vor ihr mit einem merkwürdigen, kaum einschätzbaren Blick an. »Wie ihr wünscht«, sagte die Kanonika dann gerade noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass eine unangenehme Gesprächspause entstand. »Wartet hier.« »Diese Stadt ist viel zu groß«, rumpelte Padano. »Ich bin für so etwas nicht geschaffen.« »Ich weiß, mein Freund, hier ist alles etwas anders als bei dir daheim in Molis, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen«, beschwichtigte ihn Eliphas mit einem gutmütigen Grinsen. »Aber wir waren uns doch einig, dass wir Hiob finden wollen. Nun müssen wir den erst einmal eingeschlagenen Weg auch bis zum Ende gehen.« Er warf einen Blick über die Schulter zu Irene, die in etwa der Mitte der Rotte ritt und mit offenem Mund und staunendem Blick all die Wunder der ewigen Stadt in sich aufnahm. Wittgenstein, mürrisch wie immer, bildete mit verkniffenem Blick die Nachhut und tat sein Bestes, sich nicht anmerken zu lassen, dass ihn die Wunder der heiligen Stadt ebenso tief berührten wie sie alle. Es war später Nachmittag, und seit sie vor einer guten Stunde Roma Aeterna erreicht hatten, hatte der Himmel sich etwas aufgeklärt. Nun herrschte kühles, aber klares Winterwetter, und die Beutereiter und ihre Begleiterinnen aus Raphaels Land, die allesamt zum ersten Mal in der Herzstadt der angelitischen Kirche waren, kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie kamen auf den vollgestopften Straßen nur im Schritttempo voran. Überall waren Fußgänger, Karren, Reiter und Straßenstände. Und oft war der Menschenstrom so dicht,
dass es schien, als müssten sie absteigen, um die Pferde am Zügel zu führen. Das aber schien derzeit keiner der Mitreisenden zu stören, denn die Eterna mit all ihrer Pracht hatte die Rotte und Irene in ihren Bann gezogen, und es sah aus, als wären sie alle klaglos noch Stunden so weitergeritten, betrachtend, bewundernd und staunend. Eliphas konnte es ihnen nicht verdenken. Für ihn war es der dritte Besuch in der Stadt des Pontifex Maximus. Und noch immer hatten sie nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Er erinnerte sich nur zu gut daran, wie ihn sein Weg als 20-jähriger, frisch gebackener Templer erstmals hierher geführt hatte. Damals erging es ihm nicht anders als seinen Gefährten jetzt. 7 anstrengende Wochen lagen hinter der Rotte. Nachdem sie ihre Toten begraben hatten, war ihnen zu Ohren gekommen, dass Eliphas in Prag als Verbrecher gesucht wurde. Noch hatten die Rameliten keine Steckbriefe aushängen können, da die ihnen vorliegenden Beschreibungen des Kompteurs zu vage waren. Aber schon war von einem Mitwisser und Komplizen des Mordengels, wie Hiob in der Stadt der Gelehrsamkeit tituliert wurde, die Rede. Es war nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis eine groß angelegte Fahndung beginnen würde. Schon waren nächtens kleine Suchtrupps ramelitischer Templer durch die Straßen und Kanäle gezogen. So war die Rotte recht überhastet aufgebrochen. Statt wie gewohnt auf den breiten, gut ausgebauten Pilgerstraßen zu reiten oder gar eine Passage auf einem der zahlreichen Segler oder einem Flusskahn zu buchen, waren sie auf Nebenstraßen gereist, hatten sich durch unwegsames Gelände gekämpft und Sumpfpfade und Steige weit ab der viel benutzten Reiserouten benutzt. Statt in den weichen Betten der Pilgerherbergen zu schlafen und an den Abenden ein wohlschmeckendes Mahl in einer Raststation am Wegesrand zu genießen, hatten sie selbst gejagt und oftmals nur karge Beute übers Lagerfeuer abseits der Zivilisation gebraten und in Scheunen, Heuschobern oder im schlimmsten Falle unter Planen im Freien kampiert. Das müde Haupt nur auf Laubhaufen, Mooskissen oder ihre Gepäckstücke gebettet. Um größere menschliche Ansiedlungen hatten sie stets einen weiten Bogen geschlagen. Aus Angst, die Rameliten könnten Boten des Herrn mit der Kunde, dass die Rotte und vor allem Eliphas gesucht wurde, in aller Orden Ländern ausgeschickt haben. Gleichzeitig aber barg dieses Reisen fernab ausgetretener Pfade noch eine andere Gefahr. Keine Nacht hatten sie es gewagt, ohne Wachen zu schlafen, und bei jedem Knacken im Unterholz waren sie hochgeschreckt, aus Angst, eine Kreatur des Herrn der Fliegen könnte sich von dort annähern, die sie zur Beute auserkoren hatte. Obgleich ihnen weitere Begegnungen mit der Traumsaat letztlich erspart geblieben waren, hatten sich diese Art des Reisens als sehr kräftezehrend und zeitraubend erwiesen. In den letzten Wochen hatte Eliphas kaum eine andere Möglichkeit gesehen, als die Via Pellegrina zu benutzen, da das Hinterland so dicht besiedelt war, dass sie auch gleich den offiziellen Weg hätten gehen können. Um sich den letzten Rest Heimlichkeit zu bewahren, waren sie in den zurückliegenden 6 Tagen ausschließlich im Schutze der Dunkelheit geritten, was ihrem Vorankommen ebenfalls nicht zuträglich gewesen war. Doch obwohl ihre Reise aufgrund all dieser Widrigkeiten statt des üblichen Monats gut 7 Wochen gedauert hatte, machte sich in allen langsam aber sicher die Gewissheit breit, es geschafft zu haben. Sie waren in der heiligen Stadt, und der Kompteur wusste nur zu gut, dass forsches Auftreten und ein wenig Pochen auf seinen Rang hier ihn sicher weit bringen könnten. Es gab so viele Bedienstete der angelitischen Kirche in der Stadt, vom unbedeutendsten Lakaien bis hin zum Kurienkardinal und im militärischen Bereich vom einfachsten Beutereiter bis hin zum Templerherren der Michaelis-Templer, dass unmöglich jemand den Überblick behalten konnte. Wenn sie sich auch nur einigermaßen geschickt anstellten, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich hier durchblaffen und ohne sich in allzu große Gefahr auszusetzen, mehr über Hiobs Schicksal in Erfahrung bringen konnten.
Während die kleine Reisegruppe auf der Via Köli weiter in Richtung Petrusdom und Himmel bewegte, wurde sich Eliphas wieder einmal plötzlich und mit einem unangenehmen Ziehen in der Magengegend des brisanten Prachtstücks in seiner Satteltasche bewusst. Dort befand sich, unangerührt seit Prag, der Schatz, hinter dem er im Gefolge Hiobs mit seinen Leuten quer durch Europa hinterhergejagt war. Das Liber Raguelitorum, das Hauptbuch jenes gefallenen Ordens, dem der flügellose Engel angehörte. Für einen flüchtigen Augenblick fragte sich der Kompteur, ob angehört hatte nicht die treffende Formulierung gewesen wäre. Denn die Bewahrer der Technik waren praktisch ausgelöscht. Erst der Prozess, der Hiob bevorstand, würde wohl endgültig klären, ob er sich überhaupt weiterhin als Engel des Herrn bezeichnen dürfte. Nun, da ihm das herausragendste Merkmal seines Standes, die Schwingen, fehlten. Wie es wohl in der Arx zugehen mochte, in diesen schweren Tagen. Und vor allem, was sollte er mit dieser Bürde dem unlesbaren, einer ihm unbegreiflichen Technik anvertrauten Buch anfangen? Es musste unermesslich wertvoll sein. Hiob hatte Kopf und Kragen dafür riskiert und schließlich sogar dafür getötet. Und nun lag es bei ihm, einem einfachen Kompteur aus Raphaelsland, über sein weiteres Schicksal zu entscheiden. Doch all diese Gedanken waren wie weggewischt, als Eliphas sein Pferd über den Petersplatz lenkte und auf die obere Petrusbrücke zuritt. Die nordöstlich der Nova Insula über den Tevere führte. Sein Blickfeld und zweifelslos ebenso das seiner Begleiter war nun erfüllt vom Himmel der Michaeliten in aller seiner sinnesbetäubenden Pracht. Hatte der Petrusdom schon mehr als ausgereicht, in den Augen der Rotte die großen angelitischen Baumeister in ihrer Nähe von Wundertätern zu rücken, nahmen ihn die schiere Größe, die enormen Dimensionen der weiß strahlenden Engelszitadelle, die sich auf der Magna Loca erhob und deren Spitze in den Wolken verschwand, den Atem. »Das ist unglaublich«, keuchte Pardano, der zu Eliphas aufgeschlossen hatte. Seit der Kompteur den abenteuerlustigen, aber wortkargen Moleser in Francettas Nachfolge zum Rottmeister ernannt hatte, war zwischen den beiden Männern rasch eine enge Vertrautheit gewachsen, die an Freundschaft grenzte. Eliphas wusste, Pardano würde für ihn, wenn nötig, ins Fegefeuer gehen. Er sah ihn von der Seite an und nickte. »Ja, nicht? Aber warte, bis du es von innen siehst.« Die Rotte drängte sich über die Magna Loca durch die Menge und umrundete den Sockel des immensen Bauwerks. Eliphas schien genau zu wissen, wohin er sie führte, denn er ließ alle möglichen Zugänge links liegen, bis sie schließlich im Norden des Himmels, also auf der Stadt abgekehrten Seite, einen zu den Fundamenten und einem zu dem Tor emporführenden Steg erreichten. Obgleich er im Vergleich zu der titanischen Engelszitadelle schmal und gefährlich wirkte, wie eine schwankende morsche Hängebrücke über eine Hochgebirgskluft, bot er bequem die Möglichkeit, zu zweit nebeneinander zum Tor zu emporzureiten. Der Zugang, für den Eliphas sich entschieden hatte, war mit Abstand der schlichteste, denn die Rotte bisher gesehen hatte. Doch alle waren sich sicher, dass ihr Kompteur schon wissen würde, was er tat, und reihten sich hinter ihm und Pardano ein. Irene hatte sich zurückfallen lassen. Ein ungutes Gefühl hatte sie bei dem Gedanken beschlichen, sich derart ins Herzstück eines Ordens zu begeben, sich denen, die Hiob gefangen genommen hatten, auf Gedeih und Verderb auszuliefern. Obgleich sie seit langem zur Tarnung den Reitmantel Francettas trug und zumindest auf den ersten Blick ohne weiteres als Beutereiterin durchging, lebte sie in der beständigen Angst aufzufallen. An der Seite des einäugigen Söldners fühlte sie sich in dieser Situation zu ihrem eigenen Erstaunen etwas sicherer. Dies ist der Steg der Stimmen. Er heißt so, weil seine direkte Verlängerung zum Campus Sarilitorum hinüberweist, dem Sitz des Chores,
erläuterte unterdessen an der Spitze ihres kleinen Zuges Eliphas. Mit dem rechten wies er bei den Worten unbestimmt nach Nordosten. Das da, vor uns, ist das sogenannte Tor der Güte, eines der 6 Portale, die in den Himmel der Michaeliten führen. Hier finden alle Besucher des Ordens Einlass in die heiligen Hallen der Seelen der Scharen. Wir haben Glück, dass es heute nicht voll ist. Und tatsächlich, die Menschenmenge, die in einer ordentlichen Schlange vor dem Portal geduldig und ohne Murren wartete, die meisten waren Kleriker im Ornat, zu Fuß, doch es befanden sich auch ein weiterer Reiter in gabrielitischer Templertracht und ein prunkvoll gewandelte Zivilistin unter ihnen, zählte höchstens ein Dutzend Köpfe. Wer an der Reihe war, unterzog sich der Befragung durch einen Michaelis-Templer. Solange Eliphas und seine Begleiter den Vorgang beobachteten, wurde keiner der Wartenden abgewiesen. Sie alle fanden nach einem kurzen Gespräch mit den Wachen am Tor Einlass in den Himmel. Als sie schließlich etwa eine Stunde nach dem Betreten des Steges der Stimme an der Reihe waren, raunte Eliphas seinen Leuten zu: „Überlass das Reden einfach mir“, und lenkte sein Pferd bewusst langsam zu den Templern hin. „Wer seid ihr und was ist euer Begehr?“, wandte sich einer etwas behäbig wirkender älterer Templer in offiziell wirkendem militärischen knappen Tonfall an ihn. Eliphas schlug seine Kapuze zurück, ließ den Mann sein Signum der Engel nachempfundene Gesichtstätowierung sehen und entgegnete in selben Ton: „Eliphas, Templer des Erzengels Raphael und derzeit Kompteur der Beutereiter. Dies ist meine Rotte. Wir haben einen Sonderauftrag erledigt, der uns einiges abverlangt hat, und bitten um Gelegenheit, im Himmel deines ehrwürdigen Ordens einige Tage Ruhe zu genießen, ehe wir zu unserer nächsten Tour aufbrechen, Bruder.“ Bei seinen Worten sah er den um ein knappes Jahrzehnt älteren Torwächter in die ganze Zeit über mit einer erhöhten Position im Sattel seines Rappens aus festen Augen an. Er wusste, er spielte mit hohem Einsatz. Aber wie sonst hätte er erklären sollen, dass eine Beutereiterrotte so ganz ohne Zehnt im Schlepptau in den Himmel wollte? Der Torwächter zögerte. Fast unmerklich löste Wittgenstein, der völlig unbeteiligt wirkte, aber dicht an seinem Vordermann herangeritten war und dessen scharfe Ohren kein Wort entgingen, seine Rechte vom Zügel seines Reittiers und ließ sie unter seinen Ledermantel gleiten. „Ein Sonderauftrag?“, fragte der Templer schließlich mit leisem Argwohn. „Was soll das gewesen sein?“ „Tut mir leid, mehr kann ich dir nicht dazu sagen.“ „Geheime Kommandosache“, entgegnete Eliphas ungerührt. „Es mag genügen, wenn ich sage, dass das Konsistorium sicher erbaut wäre, wenn ich mit meinem Abschlussbericht erwähne, dass ich hier am Tor kooperative Brüder vorgefunden habe.“ Es kam ihnen allen wie eine Ewigkeit vor, doch schließlich zuckte der Michaelis-Templer mit den Achseln und rief nach hinten: „Lasst sie passieren! Öffnet das Portal!“ Zu Eliphas Gewand fügte er hinzu: „Drinnen im Vorhof der Mäßigung werdet ihr Pferdeknechte finden, die sich um eure Tiere kümmern. Novizen werden euch Quartiere zuweisen. Angenehmen Aufenthalt!“ „Der Herr mit dir, Bruder“, erwiderte Eliphas und trieb seinen Rappen mit einem leichten Schenkeldruck als erster durch das Tor der Güte. „Bist du sicher, dass wir das Richtige tun, Eliphas?“, fragte Wittgenstein und warf seine Satteltaschen auf eine der Schlafpritschen neben der Tür. Eine etwa 11-jährige Novizin hatte der Rotte ein gemeinsames Quartier zugewiesen. Sie waren nach dem Kampf in Prag nur noch zu 10, den Kompteur, Wittgenstein und Irene mitgerechnet. Der geräumige Schlafsaal im 3. Stockwerk des Himmels hätte noch 2 weiteren Personen Platz geboten. „Mir ist klar, dass die Situation problematisch ist“, entgegnete der Kompteur barsch und prellte die schwarzledernen Stulpenhandschuhen vor seinen Händen. „Aber ich wüsste nicht, wo sonst als hier im Himmel wir nach Hiob suchen sollten. Und wie du ja weißt, habe ich dich nicht gebeten, uns zu begleiten. Seine Leute waren dem Austausch mit dem einäugigen Söldner, den die meisten nicht sonderlich schätzten und nur aus Treue zu Eliphas in ihrer Mitte dulden,
gespannt gefolgt. Bei allem Respekt, Kompteur, setzte nun Flava, die jüngere der beiden Frauen, die nach Fanchettas Tod neben Irene nur noch zur Gruppe zählten, an, unterbrach sich dann aber und duckste undeutlich herum. »Ja, was gibt's? Sprich«, sagte Eliphas aufmunternd. »Wir sind euch hinterher, nach Eterna gefolgt. Kompteur, das ist für uns alle etwas vollkommen Neues, aber euch zuliebe tun wir es«, erwiderte Flava. »Aber das, worauf wir uns da einlassen, ist nicht nur spannend, sondern auch sehr gefährlich. Machen wir uns nichts vor. Was wir hier tun, kann unter Umständen alle den Kopf kosten. Was wirklich zählt, hat seinen Preis.« Das war Irene. Wie üblich waren ihre Worte glasklar. Und da sie sich an öffentlichen Gesprächen kaum beteiligte, hatten die seltenen Gelegenheiten, bei denen sie sich vernehmen ließ, umso mehr Gewicht. »Aber ich habe Angst«, murrte Flava eingeschüchtert und trotzig zugleich, und ließ sich auf ihre Pritsche sinken, ohne einen der anderen anzusehen. »Nun, Leute«, überspielte Eliphas rasch die nach diesem unvermuteten Eingeständnis eingetretene lastende Stille. »Ihr alle wisst, was wir suchen. Rüstet euch für das, was vor uns liegt. Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir uns in Gefahr begeben haben, und ich will noch ein Übriges tun. Ich gestehe ein, dass auch ich Angst habe, Flava. Aber denkt auch an vergangene Gefahren, die wir gemeinsam gemeistert haben. Wir fürchten uns in allererster Linie vor dem Unbekannten, und wir müssen diese Furcht überwinden.« Plötzlich erhob sich Christo, einer der Männer, die der Rotte am längsten angehörten. Er nahm den Mantel wieder auf, den er neben abgestreift hatte, griff seine Packtasche und brummte: »Nichts für ungut, Kompteur, aber das geht zu weit. Siehst du nicht, was du tust? Du hast dich unter einem Vorwand in einen Himmel eingeschlichen. Du lügst Templer an, und alles nur wegen einem gefallenen Engel. Und jetzt willst du, dass wir einen Himmel ausspionieren, um ihn zu finden? Niemals. Ich schätze dich, Eliphas, und du musst dir keine Sorgen machen, ich könnte dich verraten, aber unsere Wege trennen sich hier.« Er schob sich zwischen den anderen hindurch zur Tür, öffnete sie und sagte dann über die Schulter: »Und wer von euch anderen weiß, was gut für ihn ist, kommt mit mir.« Sein Blick richtete sich auf Flava. Sie zögerte. Mit einem flehenden Blick suchte sie Rat bei Eliphas, der nur stumm den Kopf schüttelte. So war es wieder Irene mit dem entscheidenden Satz: »Reisende soll man nicht aufhalten, hat meine Mutter immer gesagt. Wir werden niemanden hindern, der jetzt gehen will. Aber Hiob ist nicht nur mein Freund. Er hat für jeden einzelnen von euch sein Leben riskiert und an eurer Seite gekämpft. Und was mich angeht, ich gehe ihn jetzt suchen.« Mit diesen Worten schob sie Christo beiseite und stapfte hoch erhobenen Hauptes davon, in die Weiten des Himmels der Michaeliten, um einen gefallenen Engel zu finden.